Das Gehirn ist für mich mit Abstand das faszinierendste Organ und eigentlich unentdeckt in vielen Aspekten. Also wir sehen hier ein Gehirn, natürlich aus Plastik, hier im vorderen Teil, wir nennen das Frontalhirn, also der Vorderlappe, der Stirnlappe. Dort sind wichtige Strukturen und Zellen drin, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Das ist die sogenannte Schlöfenlappe. Hier sind Nervenzellen, die eben wichtig sind, wenn wir neue Sachen lernen. Und das ist auch der Ort, wo übrigens die Alzheimer-Krankheit anfängt, in diesem Teil des Gehirns. Im Alter werden wir nicht wirklich vergesslich, sondern wir werden langsamer. Wir brauchen mehr Zeit, um etwas Neues zu lernen oder etwas Bekanntes abzurufen. Die Vergesslichkeit, die einem im Alter vielleicht behindert, ist nie normal, sondern immer Zeichen von einem krankhaften Prozess. Man kann gegen so eine Demenz auch gut vorbeugen. Wichtig sind vier Sachen. Sport und Bewegung ist enorm wichtig. Dann nicht rauchen natürlich und wenig Alkohol trinken. Dann viele soziale Interaktionen oder eben Hirnstimulation machen und schließlich sich gesund ernähren. Ganz wichtig ist aber, dass die Tätigkeit, die man macht, einem wirklich Freude macht. Weil dann macht man sie eben häufig und regelmäßig. Und das ist gut fürs Gehirn, weil es dann stimuliert wird. Nach dem Prinzip use it or lose it. Also so kann auch zum Beispiel Fernsehen schauen, durchaus auch fürs Gehirn stimulierend sein. Allerdings nicht dann, wenn man einfach sich berieseln lässt, sondern wenn man eine Fernsehsendung zum Beispiel schaut und dann das auch anschliessend diskutiert mit der Familie. Für Menschen, die praktisch keine Idee haben, was sie machen könnten, um das Gehirn ein bisschen zu stimulieren, haben wir so Karten entwickelt, die einem als Inspiration dienen könnten. Da kann man Schach spielen, da könnte man Musik machen als Idee oder eben tanzen. Ein Museumsbesuch oder eben mit Freunden diskutieren über ein interessantes Thema. Ist alles gut fürs Gehirn. Alles, was repetitiv ist, wird auch langweilig und das ist fürs Gehirn keine grosse Herausforderung. Also immer wieder neue Sachen ausprobieren oder nie aufhören anzufangen und nie anfangen aufzuhören.